und Dobbs. Deine Königin dankt ab? Nee, ich hab doch die, ach. Noch 3 Züge, dann bist du matt. Nee, warte mal, das krieg ich noch irgendwie gedreht. Aus dieser Stellung kommst du nicht mehr raus. Kannst du auch gleich aufgeben. Ist ja nicht schlimm, dreimal hintereinander gegen ein Kind zu verlieren. Hermine? Ich komm gleich. Gehst du wieder zu deiner neuen Freundin? Ja. Wie, deine Freundin? Gut so, Hermine. Es ist total nervig, wenn man sich nicht kratzen kann, wenn es einen juckt. Eine olle Kuh? Was mag er denn die Viecher? Der ist doch gegen die Milch sogar allergisch. Dein Sohn beteiligt sich halt hier ab und zu mal an dem, was zu tun ist, im Gegensatz zu dir. Da bleibt es nicht aus, dass man sich auch mit dem einen oder anderen Tier anfreundet. Ist in Ordnung so? Ich komm hier. Komm, ich finde, die beiden passen auch wirklich gut zusammen. Also nicht nur optisch, auch vom Charakter. Hast du deinen Neffen gerade ernsthaft mit einer Kuh verglichen? Na ja, Hermine hat ihren eigenen Kopf. Ist auch anders als die anderen in der Herde. Spielt dieser noch Rasenschach? Der hat sogar seine Bakterienphobie vergessen. Das ist doch toll. Gut, Hermine? Ich hab dich auch lieb. Du hast deinen König woanders hingestellt. Hm? Ich? Nein. Du hast gemogelt, gibst du. Ja, das würde ich doch niemals tun. Du kennst mich doch. Bitte schön. Milch, sowas trinkt er doch nicht. Die schon. Die von Hermine? Ist die einzige, die mir schmeckt. Das kapiere ich überhaupt nicht. Kuh ist doch Kuh und Milch ist Milch. Du hast ja keine Ahnung. Kühe sind eine Wissenschaft für sich, die Milch und alles. Hier gibt's extra jedes Jahr einen Wettbewerb, wo die beste Kuh der Region gekürt wird. Mit Preis. Was denn für ein Preis? 5.000 Euro. 5.000 Euro? Ja. Vinzenz hat letztes Jahr teilgenommen mit Hermine und hat immerhin den 4. Platz gemacht. Ja, ist ja klar. Ist ja klar, dass der nur den 4. Platz holt. Um zu gewinnen, da braucht man schon das Randersager Champions gehen. Genau. Wisst ihr was? Wir machen da mit. Ich habe mir die Kuh angeguckt. Die hat Star-Qualitäten. Das habe ich sofort gesehen. Ja, sie ist die Beste. So. Wann findet denn dieser Wettbewerb statt? Dieses Wochenende. Okay. Das wird ein bisschen knapp, aber machbar. Wir haben ja unseren Kuhflüsterer. Also, Hermine ist eine tolle Kuh, das ist gar keine Frage. Aber gegen Trude habt ihr keine Chance. Hm, ja. Das ist wirklich ein tolles Tier, was ihr hier habt. Kein Wunder, dass ihr mit ihr mal den ersten Platz belegt. Es gibt auch eine Menge Bauern, die sie uns abkaufen wollen. Mhm. Als Zuchtkuh. Aber wir geben sie nicht her. Ja, alles wunderbar. Nur im linken Ohr, da ist eine leichte Entzündung. Aber ich gebe euch eine Salbe dafür und dann ist das in wenigen Tagen wieder weg. Ist uns gar nicht aufgefallen. Wie gesagt. Ist nicht schlimm. Ich mische euch eine Salbe an und dann bringe ich die euch morgen wieder vorbei. Ich bin eh noch mal in der Gegend. Danke. Ich bin los gerade bei uns. Unsere Stallhilfe ist weggezogen vor einem Monat. Ah, das heißt, ihr sucht jemanden? Mhm. Ja. Ich hätte vielleicht eine Idee. Ach echt? Du, vielleicht habe ich da jemanden für dich. Ich und eine Kuh? Na, du wolltest doch einen Ferienjob. Brot? Ja, bei dem wenig Taschengeld muss ich ja. Ach komm, du liebst doch Tiere. Oder willst du lieber als Handy verkleidet am Marktplatz stehen? Na gut. Cool. Und dann gehen wir alle zusammen zum Wettbewerb. Da gibt's sogar so einen kleinen Rummel mit Zuckerwatte, Losbude. Und hau den Lukas. Oh, das lieb ich. Wusste ich ja gar nicht. Der arme Lukas. Oh, sag mal, haben die das zugeschweißt oder was? Soll ich mal? Bitte. Easy. Danke. Bewegung und Fellpflege. So, alles geregelt. Die Anmeldung steht. Wir sind im Rennen. Weißt du, was jetzt am wichtigsten ist? Die mentale Vorbereitung.
Wir müssen uns den Siegergedanken einpflanzen. Denn nur wer an sich glaubt, der kann auch gewinnen. Schreib mal mit O, Papa. Das weiß ich doch, mein Sohn. Ich habe das extra in Kuhsprache geschrieben, damit Hermine auch an sich glaubt, ja? Motivation. Du bist die Schönste. Du ziehst gute Dinge in dein Leben. Niemand kann dir was. Du bist wunderschön. Du bist eine Gewinnerin. Das ist einfach nur ein Kuhflamm, Papa. Morgen. Störe ich? Nee, komm so ruhig rein. Ich misch nur gerade eine Salbe für eine Patientin. Oh. Ist Trude etwa krank? Ist nur eine Kleinigkeit. Ah, okay. Ja, dann gute Besserung. Sagen Sie, Sie kennen sich doch mit Kühen aus, ne? Naja, einigermaßen. Warum? Ich hatte mich gefragt, ob Sie mir da vielleicht ein paar Tipps geben könnten. Also, wie die Viecher optimal wachsen und gedeihen. Ich bin ja noch relativ neu in dem Metier, ne? Ja. Oder soll ich sagen, Mutier. Okay, also genügend Platz und Auslauf ist natürlich wichtig. Mhm. Richtiges Futter, mhm. Die regelmäßige Kontrolle und Pflege des Felds, des Euters, der Klauen. Und dann natürlich die ganzen Impfungen, ne? Also Schmallenberg-Virus, Bovine-Virus, Diarrhoe, Blauzungenkrankheit. Blauzungenkrankheit? Da wird dann die Zunge blau. Blau, ja. Das sieht ja bestimmt total unschön aus. Die sogenannte Zyanose. Und was wäre denn was, was ich so auf gar keinen Fall machen sollte? Also das Schlimmste, was ich machen könnte? Das falsche Futter kann natürlich Probleme verursachen. Und so eine kranke Kuh, die muss dann ja auch erst mal eine Weile im Stall bleiben, ne? Ja, wieso ist irgendwas mit Josephines Kühen? Nee, das ist alles okay. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nichts falsch mache, weil sonst reißt mir Josephine nachher wieder den Kopf ab. Ne? Und der Deo, der hat sich auch gerade irgendwie in so eine Kuh verliebt oder so. Hi, Tadeo. Was machst du denn hier? Peter hat gesagt, Trude findet die Wiese hier am besten. Klar, weil hier Weidengras, Lischgras und Wiesenrispe wächst. Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Ja, merkt man. Aber diese Weide hier ist besetzt. Hast du etwa Angst, dass Trude euch was wegfrisst oder was? Hermine und ich. Wir müssen uns auf den Wettbewerb konzentrieren. Wir können ja keine Konkurrenz hier brauchen. Konkurrenz? Ja. Ich dachte, wir sind Freunde. Wir schon, aber die beide nicht. Trude, was ist das überhaupt für ein Name? Als ob Hermine besser wäre. Ja, Hermine heißt Kriegerin, Althochdeutsch. Und die Kriegerin ist die Siegerin. Du weißt schon, dass Trude die letzten Jahre immer die Siegerin war. Diesmal jetzt anders. Stimmt's, Hermine? Träum weiter. Wir werden wieder gewinnen. Ich glaube nicht, dass du so die Kuh-Expertin bist. Aber du, das werden wir ja sehen. Komm, wir suchen eine andere leckere Wiese. Komm. Komm. Super gemacht. Juhu, Mittagspause. Oh, hey, du hast nicht für mich gekocht. Das heißt, du liebst mich wirklich. Witzig. Du musst mir nichts beweisen. Was denn beweisen? Jetzt komm, ist doch nicht schlimm, dass du gestern dieses Gurkenglas nicht aufbekommen hast. Das hat doch damit nichts zu tun. Ich meine ja nur, du musst vor mir nicht den starken Max markieren. Du, ich kann auch den Lukas hauen. Ja, das kannst du mir glauben. Okay. Ja, ich werde dir das zeigen. Ja, okay, wir hauen um die Wette. Mhm. Aber ich sag dir, ich bin auch nicht aus Zucker. Bam, bing, boing. Ja. Da bin ich gespannt. Mhm. Ha! Besonderen Wert legt die Jury auf folgende Kategorien: Statur, Muskelbild, Fellfärbung, Euterform und Milchqualität. Ja, null Probleme, oder? Also mit Hermines Milch,
Da können wir ja sogar Millionen verdienen, wenn sogar du die verträgst. Ja, ich weiß nicht, Papa. Guck mal, ich habe gestern diese Trude getroffen. Hoffentlich genau zwischen die Augen. Auf jeden Fall, guck sie dir mal an. Sie ist einfach die perfekte Kuh, da stimmt alles. Muskelbild. Sie ist einfach tippitoppi. Ich glaube, wir haben gegen sie keine Chance. Das ist doch Quatsch mit Soße. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ein Champion ist deswegen ein Champion, weil er weiß, dass er gewinnt. Und deswegen werden wir gewinnen. Basta. Aber rein empirisch gesehen. Empirisch, popirisch. Es geht um das richtige Mindset, die Motivation. Wir gewinnen, weil die verlieren. Und deswegen gewinnen wir. Capito? Ich glaub schon. Dann sag's nochmal. Wer gewinnt? Wir. Ein bisschen lauter. Wir. Noch ein bisschen lauter. Wir. Ja! Jawohl! Motivation! Komm, sag's mit mir. Motivation! 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 Ist bei euch alles klar? Motivation! Weißt du, Tode, erst war es mir echt völlig egal. Aber jetzt will ich unbedingt, dass du diesen Wettbewerb gewinnst. Allein schon, damit dieser Klugscheißer einen Dämpfer bekommt. Hallo? Greta? Felix? Ja, am besten alle 2 Stunden auftragen, dann sollte sich die Sache schnell erledigt haben. Super, danke. Ronja hat mir von dem Vorfall gestern erzählt, krass. Ja, Felix und ich haben alles abgesucht, aber da war nichts. Kein Einbrecher, kein Vampir, kein Dieb. Na gut, Trude zu klauen wäre jetzt auch nicht so einfach. Naja, Ronja wollte schon mit der Missgabel patrouillieren. Die macht das übrigens echt gut. Das freut mich. Ich liebe Trude. Ja, irgendwie hatte ich das ja so im Gefühl, dass das passt. Ich wünsche euch viel Erfolg für den Wettbewerb. Wir sehen uns da. Ciao. Bis später. Was machst du denn da? Ich mische gerade so eine ganz spezielle Kraftfuttermischung. Das Rezept habe ich aus dem Internet. Du weißt aber schon, dass Tipps aus dem Internet nicht immer die beste Wahl sind. Natürlich weiß ich das. Ich bin ja nicht blöd, ne? Und was ist da genau drin? Also, ich dachte, ich kümmere mich um Herminas Ernährungsplan. Pass mal auf, du musst dir da jetzt überhaupt gar keine Sorgen machen. Das ist nur ein ganz gesunder Vitaminbooster, ja? Da kann überhaupt gar nichts schief gehen. Und jetzt fährst du mit dem Booster Fahrrad und zeigst ihm Walder. Stand es auch im Internet? Nee, weil ich muss da noch, da muss noch ein so ein Gras rein. Das muss ich jetzt so schnell holen. Ach so. Ja, muss ich los, ne? Tschüss, Sikorski. Tschüss. Hey. Tag, Herr Doktor. Hallo. Kleiner Ausflug, oder? Patientenbesuch. Ah, bei Trude. Ist die immer noch so krank? Und Sie? Ach so, noch was zu erledigen, ne? Busy. Ja. Ich habe gehört, Sie machen auch bei dem Wettbewerb mit. Daher also die ganzen Fragen neulich bei mir in der Praxis. Ah, erwischt, Doktor. Aber Sie wissen ja, Wissen ist Macht. Ja, aber nur in den richtigen Händen. Das stimmt, aber meine Hände sind sauber. Ja, das hoffe ich doch. Und was haben Sie denn hier in Ihrem Bottich? Das ist ein bisschen was zu futtern für Tadeo. Also, für Hermine, also, ja, genau. Und ich muss dann auch tatsächlich weiter. Schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
Ja, hallo Trude. Guck mal, ich habe hier was Leckeres für dich. Guck mal. Hier. Wenn nicht sein. Hey, guck mal, das ist das richtige Eisklee. Wow. Aber wenn du es weiter so frisst, dann schaffen wir es schon. Da bist du ja schon wieder. Du doch auch. Ich tue einfach so, als wärst du Luft. Mach dir keine Hoffnung. Bis zum Wettbewerb ist das wieder verheilt. So meinte ich das doch gar nicht. Na klar. Ehrlich nicht. Ich hatte selbst schon eine schlimme Mittelohrentzündung. Richtig wehgetan. Wünsche ich keinem. Gute Besserung, Trude. Darf ich mal? Klar. Du hast echt ein tolles Fell. Deine Hermine glänzt aber auch total. Ich spürst sie auch die ganze Zeit. Komm gar nicht mehr zum Schachspielen. Wem sagst du das? Komisch. Trude ist schon wieder satt. Nicht, dass sie noch Schmerzen hat? Nee, das hätte Kai bemerkt. Das ist schon strange. Die beiden haben einfach null Ahnung davon, dass sie Konkurrentinnen sind. Das ist einfach mal wieder so ein komisches Menschending. Ich wäre gerne Kuh. Den ganzen Tag in der Sonne stehen, fressen, pennen, hinkacken, wo man will. Aua, Doktor, Respekt. Das kann ich sehen lassen. Danke. Na, warte. Ich werde es dir zeigen, Lina. Bang! Kann ich anfangen? Ich habe total Hunger. Ja, bitte. Ich weiß auch nicht, warum der so lange duscht. Ach, ich fühle mich wie neugeboren. Hast du das ganze Holz draußen gehabt? Ja, ich habe gedacht, ich mache mich ein bisschen nützlich, als du weg warst. Gern geschehen. Kein Ding. Hm. Wie geht's eigentlich Trudes Ohr? Ich hab's immer eingecremt. Super. Hm. Greta hat übrigens gesagt, dass Ronja einen super Job macht. Will ich hoffen. Kriegst ja auch gutes Geld dafür. Das macht mir aber auch total Spaß. Und weißt du was? Wenn Trude morgen gewinnt, bekomme ich 10% vom Preisgeld als Bonus. Wow. Hat Greta gesagt. Das sind 500 Euro. Ja, aber nicht alles an der Losbude verjuxen, ne? Da kann man wenigstens was gewinnen. Anders als bei diesem bekloppten Hau den Lukas. Kann ich mal die Essiggurken, bitte? Mhm. Dankeschön. Wow. Hä? Billiger. Das ist doch keine Gefahr für uns. Wann sind Hermine und Trude denn eigentlich dran? Erst kommen noch vier andere Kühe vor uns. Dann können wir uns ja entspannen. Danke. Ja. Also, ich bin dabei. Mein Gott.
Wir sind gleich wieder da, ja? Jawohl, fast. Gibt trotzdem eine Kleinigkeit. So. Lässt es also wirklich drauf ankommen, ja? Ich bin bereit. Und du? Aber sowas von. Fahr mal bitte. Dankeschön. So, wer möchte denn? Ladies first. Bitteschön. Jetzt komme ich. So, jetzt will ich aber mal was sehen. Dina, 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 Dina. War doch gut. Fast bis zum Gockel. Ja, aber nur fast. So, Will, du machst jetzt gleich absichtlich nicht richtig. Keine Sorge. Hermine, Rasse Holsteiner, 8 Jahre, 800 Kilogramm, Grieshaberhof. Kategorie 1, 8 von 10 Punkten. Yes. Kategorie 2, 7 von 10. Kategorie 3, 9 von 10. Yes. Kategorie 4, 10 von 10 Punkten. Was war Kategorie 4 nochmal? Milch. Yes, gutes Futter zahlt sich eben aus. Das macht summa summarum eine Gesamtpunktzahl von 34 Punkten. 34 Punkte. Mehr Tude letztes Jahr auch nicht geschafft. Wahnsinn! Das war knapp. Ja. Unsere Hermine, guckst du dir an. Als nächstes die Titelverteidigerin Tude vom Brennerhof. Jetzt aber zeig mal, was du da angehst. Och nee, was war das denn? Wiederholung, ich brauche einen neuen Hammer. Ich hab keinen mehr. Ach, das kann doch nicht sein, das ist doch unfair. Ich konnte doch gar nicht zeigen, was ich drauf hab. Wurscht, was ist denn los mit dir? Mann, wo bleibt ihr denn? Trude ist schon dran. Kommt, beeilt euch. Wir kommen. Ja, genau. Wir haben also folgenden Zwischenstand. Kategorie 1. 10 von 10 Punkten. Kategorie 2, 9 von 10. Kategorie 3, ebenfalls 10 von 10 Punkten. Was denn? Hat jetzt schon 29 Punkte. Das können wir nicht mehr gewinnen. Papa, Papp, Cowboy. Hey, glaub an uns, ja? Noch ist nichts verloren. Motivation. Aber jetzt kommt doch nur noch die Milch. Ja, eben. Jakob? Ja. Was ist das denn? Moment mal. Das geht gar nicht. Vielleicht ist die Kuh auch krank. Ja, laut Statuten gibt es dafür 0 Punkte. Tut mir leid. Das bedeutet, wir haben eine neue Siegerin. Mit 34 Punkten holt Hermine vom Grieshaberhof den Titel als beste Schwarzwaldkuh. Yes! Gratulation. Yes, Champion! Yes, 5000 Euro! Yes, yes, juhu! Rosa Milch, hoffentlich hat Trude nichts Schlimmes. Ich hab doch so gut auf sie aufgepasst. Nicht deine Schuld. Ich hab bestimmt einfach nur was Falsches gegessen. Ich hab da so eine Idee. Und ich werde sie auch noch mal untersuchen. Du hast alles gegeben. Es gewinnt halt nicht immer der Bessere. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, ist ja so. Wegen Hau den Lukas. Unter normalen Umständen hätte ich es mindestens bis zum Schwein geschafft. Ja, hast du aber nicht. Wir hatten beide einen Schlag und ich habe bis zum Schwein getroffen und du nur bis zur Ziege, Ende aus. Ja, weil mein Stil abgebrochen ist. Nein, weil du einfach komplett die falsche Schlagtechnik hast. Könnt ihr jetzt mal beide mit eurem Scheiß aufhören? Immer wollen alle nur gewinnen. Wie bescheuert ist das denn eigentlich? Tut mir leid. Mir auch. Die haben ganz schön Augen gemacht, ne? Die haben gedacht, oh, die Randersagers, die können sowas nicht. Den haben wir aber ganz schön gezeigt. We are the Champions! Bruder, jetzt kommst du mal bitte mit. Brauch kurz deine Hilfe. Ja, klar. Pass du mal kurz drauf auf.
Ich weiß, was du getan hast. Mit Trude. Deine Kraftfuttermischung. Ich habe gar keine Ahnung, wovon du sprichst. Jetzt hör auf, dich dumm zu stellen. Du hast den Wettbewerb manipuliert. Haben die anderen das behauptet? Das sind bestimmt nur schlechte Verlierer, weil die haben doch gar keine Beweise dafür. Fake News. Beweise hab ich. Mein ganzes Möhrenbeet ist ausgeraubt. Eine Haseninvasion oder sowas. Genau. Tust mir leid. Aber noch mehr tut mir Taddeo leid. Weil er nämlich irgendwann erfahren wird, was sein Vater für ein Betrüger ist. Jetzt kannst du weiter Geld zählen. Ist es wahr, Papa? Was willst du hier? Das ist für dich und Trude. Mein Vater ist schuld an der Rosamilch. Er hat Trude mit Möhren gefüttert, hochdosiert. Das Karotin hat die Milch rosa gefärbt. Dann war er das im Stall. Krass. Auf so eine Idee muss man auch erst mal kommen. Es tut mir leid. Und hat er sich wenigstens auch bei dir entschuldigt? Ja, aber ich habe es nur unter einer Bedingung angenommen. Oh, das ist doch jetzt scheiße. Ist nett von Taddeo, so eine kostenlose Stallhilfe zu stellen, oder? Ja. Wobei ein bisschen mehr Motivation schön wäre. Herr Matze. Ja, klar, ich bin gerade auf dem Weg nach Baden-Baden. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Die ganze Folge könnt ihr jetzt schon in der ARD-Mediathek gucken. Viel Spaß!